Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hofberg. Man ist gar nicht wo stehen geblieben war. Dann gucken wir gleich mal. Hier haben wir alles weggeräumt. Die Tiere sind versorgt. Hier ist alles versorgt. Da gehe ich mal aus, dass die Schweine auch versorgt sind. Ja, Wolze, ein bisschen Gülle haben wir, aber nicht viel. Ich mal ganz kurz Kuhstall. Nicht durch. Dann muss ich mal schnell was gucken. Ich habe hier hinten ja ein Ballenlager. Deren. Gucken wir mal ganz kurz rein. Die Paar sind fast durch, die anderen sind bei 30%. Also manche sind fast fertig und andere haben ein Drittel. Gut. Können wir hier gucken. Ah ja, hier haben wir noch nichts getut. Hier haben wir noch nichts getudelt. Fangen wir an, erstmal über die Erdbeeren wegpflücken. Aber noch eine zweite Palette für die Gurken und Tomaten. Schauen wir hier so ein bisschen hin. So. Beet für Beet. Die zweite Äpfel kann man gleich mal aufs Knöppel drücken, dass die hier weiter abgetüdelt werden. Wir haben ja bis 9 Uhr geratzelt an der Matratze. Da müssen wir jetzt ein bisschen wegräumen. Hören wir uns mal hier durch. Du Rüsselbrummfahrer hat bald gesagt, aber. So. Und die Gürkis. Hey, Gurke, oh, Gurke, hey. Und das waren Zwerge. Das waren gar keine Gurken, das waren ja Zwerge. Das war ja das Zwergenlied.
Ich hänge, bin mir durch hier. Heute bitte schon abgefrühstückt. Dum-di-dum-di-dum. So, schon mal 3. Am Walking. Haben wir 3 Beete abgearbeitet. Wir haben ja schon Februar. Und ich kann dann ernten. Yippie. Da freue ich mich am meisten, dass ich wieder ernten kann. Sudele. Gibt's denn sonst Neues? Also ich bin wieder zurück von der FarmCon. Das ist jetzt neu, weil die letzten Videos, wo ich noch aufgenommen war, ja alles noch im Zeitraum vor der FarmCon. Aber jetzt Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jetzt keine Videos aufgenommen. Freitag, Samstag, Sonntag war klar, war ich ja nicht zu Hause. Freitag bin ich so gegen 9 Uhr losgeritten, den Bahnhof. Und dann bin ich halt nach Höchstädt gefahren, wo mein Hotel war. War 2 Orte von Lauingen entfernt. So viel kann ich verraten. Wenn man Geografie nicht ganz geschlafen hat, kann ich das selber aussuchen. Google Maps regelt, sage ich dazu nur. Und daher bin ich am Freitag den Abend angekommen. Ich war, wo ich Freitagabend angekommen bin, ich war froh, dass ich im Hotel war, muss ich sagen. Weil 4,5 Stunden Gruppenkuscheln war nicht schön. Ich dachte, ich bin clever, ich fahre am Vormittag los, dass ich schon mal
schlimmste Reisezeit hinter mir habe. Gut gedacht, nicht gut gemacht. Muss ich dazu sagen. Der Plan war gut. Weil lief alles nach Plan, weil der Plan war nicht so toll. Ich wahrscheinlich noch ein Stück eher losfahren müssen, aber ich hatte angegeben beim Hotel Eincheckzeit zwischen 19 und 20 Uhr. Er hätte vielleicht auch nichts gemacht, der mir der Hotelier, dem der das Hotel da gehört hat, wahrscheinlich auch nicht so rüber runtergerissen. Wenn ich dort ein bisschen näher aufgeschlagen wäre. Ich glaube, er war eher der Letzte gewesen, der mir da die Rübe runtergerissen hätte. Gehe ich mal davon aus. Ich glaube, ich brauche noch eine dritte Apfelkiste dann hier demnächst. Ich brauche immer zweimal hier, zack, bis ich eine Palette voll habe. Bis ich zwei Paletten voll habe. Die passt ja noch ein bisschen was rein in die. Jetzt los. Ja, Hube rum, machst du richtig. Genau so muss das sein. Das ist das, was wir alle lieben. Himmlisches Rumgehube. Muss man unten irgendwie absetzen. Hupsala. Gut aus. Ach man. Und so einfach mit so einer Palette hier. Das war jetzt nicht clever. Bumm. Jetzt sind sie jetzt noch ein Stück rüber. Ja. Kommt dann noch eine Apfelkiste hin. Und sonst mal erzählen, also dass die Farm kommt einfach klasse war. Dass ich war Mutter und so, Mutter, YouTuber, Streamer haben wir getroffen. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, mit den einigen Leuten von LSM wiederzusehen, B auch kennenzulernen. Hat mir sehr gut gefallen, wie Andy, McKay wiederzusehen. Makai. Ist es ja besser. Oder richtiger, sagen wir mal so.
Und einige von aus unserem Modding-Team noch kennengelernt. Und Beta-Tester. Odi haben wir getroffen. Der im Real Life genauso verrückt ist wie im Stream. Das kann man jetzt nicht sagen. Ist einfach nur der Hammer. Anders kann ich es nicht sagen. So, haben wir auch fertig. Viertel haben wir noch drin, bevor wir Nachschub holen müssen. Dann also kommen wir, denke ich, noch einen Tag damit hin. Das Ding ist eigentlich Opti-Mopti für den Schrebergarten. Anders kann man das Ding nicht sagen. Für Mist ausbringen, was willst du mehr? Wir mal ein bisschen Wasser noch. A little bit Wasser. Der Rest ist von diesem. So, ist full. Oben bilden sich wieder. Viertel haben wir noch drin. Und ein paar der Hälfte. Ist noch die Äpfel. Auch voll ein Drittel haben wir noch. Und wir machen das Ding wieder richtig full. Lieber haben als brauchen. Das haben wir alles erledigt. Schrebergarten ist auch soweit durch. So, hier haben wir Gerste. Das kommt ins Malzwerk dann. Der ist on the rise. Das ist noch ein Wachstum, das braucht einen Schluck. Halt, wo habe ich einen Schlepper? Nein, 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 no. Du bist der Große, genau. Gleich den verkaufen. Und der hat einen Frontlader. War eine Weile wirklich im war ich auf Deutsch. Im 17er habe ich sehr viel Deutsch gehabt. Und das Ding einfach gefallen. Hat im 19er ein bisschen abgekommen davon. Und das, weil ich bei Deutsch war, habe ich wieder Gefallen einen Schleppern gefunden. Weil man so Ding im Real Life sehen von nahen ist was ganz anderes, als wenn du sie nur aus dem Spiel kennst. Wenn mir jeder erzählt, was er will. Aber die Teile im Real Life sehen ist einfach nur Hammer. Selber zu fahren wäre noch genialer, aber war mir nicht wirklich, muss ich sagen, vergönnt.
So, aber wir sind am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.